WH Self Invest. Jetzt herzlich willkommen. Es ist mal wieder Webinarzeit bei WH Self Invest. Stefan Fröhlich hier und ich freue mich, dass Sie wieder Zeit haben, uns hier zu begleiten für die roundabout nächsten 60 Minuten. Werden wir sozusagen unsere WHS-Sommerschule abhalten, weil unter dem Stichwort kann man das heute durchaus zusammenfassen. Es geht um das spannende Thema technische Analyse und deswegen auch der Titel So geht technische Analyse, traden wie ein Profi. Und dazu herzlich willkommen. Wie immer die Frage in die Runde, können Sie mich gut hören? Sehen Sie das Startbild mit dem Countdown? Dann wäre es super, wenn Sie mir ganz kurz eine Antwort in den Chat geben könnten. Wunderbar, Dankeschön. Dann scheint also technisch hier auch alles zu funktionieren. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Sie vollkommen verstehen, dass Sie sich für das Thema technische Analyse interessieren und darüber heute auch mehr erfahren wollen, weil so ging es mir auch, als ich mich anfing mit dem ganzen Thema Börse, Wertpapier, Anlage, Trading. Das wurde ja dann auch erst später so richtig in Echtzeit, war das ja erst möglich. Zu meinen Zeiten war das ja alles noch ein bisschen ruhiger. Da gab es keine Echtzeitkurse, da mussten wir alles auf Tagesbasis machen. Und trotzdem, gerade da funktioniert ja auch die technische Analyse hervorragend. Und mich hat das immer fasziniert, wie man denn aus diesen Indikatoren rauslesen kann, ob der Markt eher steigt oder fällt. Und deswegen hat mich das auch von Anfang an fasziniert, dieses Thema. Und deswegen wollen wir uns dem heute auch mal wieder widmen, weil es wirklich auch eines der spannendsten Themen ist überhaupt, mit der man sich beschäftigen kann. Und auch wenn der ein oder andere vielleicht der Meinung ist, ach, technische Analyse brauchen wir alles nicht, ich lese den Chart, dann kann ich nur sagen, ja, wer das kann, wunderbar, dann ist er da auch gut aufgehoben. Für diejenigen, die vielleicht auch noch am Anfang ihrer Trainingkarriere stehen und die noch ein bisschen unsicher sind, auch was das Lesen des Charts anbelangt oder die Bewegung schwer deuten kann, die so ein Markt macht, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann ist die technische Analyse ein ganz hervorragendes Hilfsmittel, wenn man denn weiß, wie sie funktioniert. Und das genau wollen wir ja heute hinbekommen. Das ist ja das, was wir heute in diesem Webinar schaffen möchten. So, ich schaue mal, es müssten jetzt eigentlich alle so weit hier eingeloggt sein, dass Sie auch von Anfang an der Sache gut folgen können. So, und damit ist es dann jetzt auch Punkt 17.30 Uhr. Das heißt, der offizielle Startschuss des Webinars. Und dann sage ich nochmal einen ganz herzlichen guten Abend in die Runde. Herzlich willkommen zu unserem heutigen WH Self Invest Webinar am Dienstagabend. Es ist ja immer um 17.30 Uhr der Termin der Termine sozusagen. Und es geht heute um das Thema technische Analyse. So geht technische Analyse, traden wie ein Profi, ist heute unser Titel. Und ich bin sehr froh, dass Sie wieder so zahlreich hier sind, ein bisschen Zeit haben und der ganzen Sache mal ein wenig lauschen möchten. Sie können natürlich jederzeit auch Fragen stellen. Es gibt ja so einen Fragen-Chat, ja, da können Sie also auch Fragen stellen und das Ganze dann kann ich dann hier sehen und dann auch entsprechend beantworten. Hier kommt sogar schon eine erste Frage, die jetzt mit dem Thema nicht wirklich was zu tun hat, deswegen sage ich sie gleich mal. Die Frage lautet, ist die Stockbox im Nanotrader full enthalten? Die Stockbox ist ein völlig eigenes Produkt. Also die hat mit dem Nanotrader erstmal überhaupt nichts zu tun. Die Stockbox ist praktisch eine Art, ist ja von einem Nobelpreisträger entwickelt worden. Und da geht es darum, das Momentum von verschiedenen Märkten, also das Top-Momentum von verschiedenen Aktien in verschiedenen Märkten zu messen. Und da die Top 6 bzw. die Top 8 zu nehmen und in ein Depot zu packen, das einen Monat laufen zu lassen, um dann das Ganze wieder
nach einem Monat zu überprüfen und gegebenenfalls zu wechseln. Ja, und das können Sie ja beauftragen als Stockbox-Produkt, dass wir praktisch für Sie als Service das umsetzen oder dass Sie sich das selber anschauen und es selber umsetzen, um das mal so ganz schnell zu erklären. Also eigenes Produkt, Stockbox. So, dann gehen wir an den Risikohinweis. CFDs sind komplexe Instrumente, gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72,5% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Futures sind auch komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren oder verlieren zu können. Ja, das ist, da ist das große Thema unbegrenzte Nachschusspflicht. Jeder Anleger sollte sorgfältig, eventuell auch unter Einschaltung externer Berater prüfen, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind. Bevor Sie also eine Anlage tätigen, sollten Sie sich mit den Kontraktspezifikationen und Risiken der CFDs vertraut machen, in die Sie investieren möchten. Die auf einem Demokonto realisierten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Sie sind nicht verpflichtet, Hebel zu nutzen. Und alles, was ich Ihnen heute auch hier erzähle und zeige, ist natürlich keine Aufforderung, Geschäfte dieser Art zu tätigen, auch nicht stillschweigend. Wenn Sie das machen, machen Sie das immer auf eigene Gefahr. So, dann sind alle an Bord, würde ich sagen. Sieht gut aus. Alle eingeloggt hier. Dann wie immer meine erste große Frage in die Runde. Meine kleine Umfrage, damit ich mal weiß, mit wem ich es denn hier so zu tun habe, wie denn so Ihre Erfahrungswerte sind. Die Frage lautet, wann haben Sie mit dem Live-Trading denn angefangen? Vor mehr als 4 Jahren, in den letzten 3 Jahren oder ich trade im Moment gar nicht an den Märkten. Wenn Sie mal so nett sind, da einfach mal raufzuklicken. Das wäre super. Dann haben wir ein bisschen Interaktion erstens und zum Zweiten, wie gesagt, auch die Informationen, wie erfahren die Gruppe hier ist. Ah, das ist diesmal sehr interessant. Okay, also hier sehe ich schon, dass wir einige am Markt haben, die verunsichert sind, die auch ja vielleicht erst neuer dabei sind. Das finde ich natürlich sehr schön. Also herzlich willkommen im Börsenuniversum bei WHSelf Invest. Und ja, dann ist das genau das richtige Thema hier heute, technische Analyse. Da sind Sie also goldrichtig. So, dann schauen wir mal. 80% haben jetzt mitgemacht bei dieser Umfrage und so ist das Ergebnis heute. Also eine klare Mehrheit sagt, ich trade gar nicht an den Märkten. Ich gucke mir das jetzt hier erstmal an, wie die technische Analyse funktioniert und dann gucke ich mal morgen, ob ich das hinbekomme. Ja, also vor mehr als 4 Jahren haben 36% angefangen, in den letzten 3 Jahren 21% und wie gesagt, die Mehrheit, 43%, sind im Moment gar nicht aktiv und ich vermute auch mal, dass sie noch nicht so lange am Markt dabei sind. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das ist immer sehr schön und auch sehr hilfreich. Dann habe ich mal so eine Idee. Und das ist auch, trifft sich auch sehr, sehr gut, weil ich habe heute hier mal tatsächlich ein bisschen was vorbereitet, auch folientechnisch, dass wir also hier mal so ein bisschen, deswegen habe ich auch gesagt, das ist heute so ein bisschen, hat so ein bisschen Sommerschulencharakter, also es geht heute auch ein bisschen in die Theorie und natürlich auch in die Praxis. Wir werden es natürlich auch im Nanotrader zeigen, wie da die technischen Indikatoren und die Analyse auch eingebaut ist. Und insofern werden Sie heute eine Menge an Basiswissen auch zu diesem Thema bekommen. Es geht unter anderem um, was sind Indikatoren? Sind Indikatoren wichtig für den Handelserfolg oder werden Indikatoren vielleicht auch überschätzt? Das ist ja auch mal eine ganz interessante Frage. So, das hatten wir gerade. So, also, das muss man hier mal rausnehmen. Eigentlich hatte ich ja alles gelöscht. So. Also, jetzt nochmal. Ja, was sind Indikatoren? Versuchen wir es uns doch mal an einer Begriffsdefinition, was überhaupt unter dem Stichwort Indikatoren, die ein Teilgebiet der technischen Analyse sind. Man kann bei der technischen Analyse kann man ja so einen Oberbegriff machen und kann dann sagen, okay, was zählt denn eigentlich alles dazu? Mit Sicherheit, dass die Charttechnik, also das Chartlesen, dann die
Indikatoren, die technische Analyse mit den Indikatoren. Und dann gibt es noch den großen Oberbegriff der Markttechnik. Das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen auseinander dividieren, dass Sie da mal so ein bisschen den Überblick behalten, was denn wo einzuordnen ist. Versuchen wir uns also mal mit der Begriffsdefinition, was ist ein Indikator? Und da habe ich mal hier das so mal versucht, in einem Satz zusammenzufassen. Die technische Analyse mit Indikatoren ist eine Form der Finanzanalyse. Sie versucht durch mathematische Umformung der Kurshistorie des Basiswertes günstige Kauf- bzw. Verkaufszeitpunkte zu ermitteln, beziehungsweise die Kursentwicklung oder zumindest deren Eintrittswahrscheinlichkeit vorherzusagen. Das ist nämlich ganz wichtig. Es geht ja gar nicht darum, eine Kursentwicklung vorherzusagen. Das ist immer der große Irrtum. Viele denken immer, ich bin dann ein guter Trader, wenn ich die Kursentwicklung vorhersagen kann. Theoretisch stimmt das ja auch, ne? Wenn ich jetzt sage, hey, der Markt wird heute steigen. Und ich drücke dann auf den Kaufknopf und kaufe dann den entsprechenden Markt und der steigt dann auch und ich kann dann zu einem höheren Preis verkaufen, aber auch nur unter der Voraussetzung, da habe ich einen Gewinn erzielt. Und dann war das natürlich toll, dass ich von vornherein gesagt habe oder das Gefühl gehabt habe, dieser Markt wird steigen. Aber wir wissen auch alle, dass solche Prognosen sehr, sehr unsicher sind und die Trefferquote, dass ich richtig liege, leider Gottes sehr mies ist. Ja, das sieht man ja auch immer. Das ist immer so ein Spaß, ne? Wenn dann Silvester alle Analysten schätzen, wie denn der DAX am Ende des Jahres stehen wird. Und wenn man sich dann im Nachhinein anschaut, was die mal geschätzt haben, Silvester ein Jahr vorher, und was dann bei rausgekommen ist, dann reibt man sich immer die Augen, weil sie eigentlich alle komplett daneben liegen. Und das müssen sie auch. Das ist auch komplett menschlich, weil kein Mensch kann es ja. Das ist ja das Schöne. Kein Mensch kann es voraussagen. Also deswegen ist gar nicht die Vorhersage das Entscheidende, sondern deren Eintrittswahrscheinlichkeit. Das ist hier der entscheidende Einschub bei diesem Satz. Das ist nämlich das Entscheidende. Wenn ich also eine Wahrscheinlichkeit habe, die mir sagt, es ist wahrscheinlicher und die Chance ist größer, dass der Markt steigt, als dass er fällt, dann habe ich ja schon mal eine gute Ausgangsposition für einen möglichen Trade, der dann auch gewinnbringend ist. So, jetzt wollen wir mal schon in die Theorie der Indikatorenlehre eintauchen. Wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten der Indikatoren. Es gibt durchaus noch ein bisschen mehr, aber die Hauptunterscheidung und die Hauptindikatoren und die meisten Indikatoren, die man so benutzt, kann man in diese Kategorie hier nach der traditionellen Lehre, sage ich mal, unterteilen. Nämlich einmal in den trendfolgenden Bereich, also sogenannte Trendfolgeindikatoren und in den Oszillatorenbereich. Und beide haben dann ja, haben so ihre Vorzüge und auch ihre Nachteile, ja, wie alles im Leben. Deswegen ist das mal ganz gut, wenn man mal weiß, wie ist das eigentlich aufgebaut, wie ist das eigentlich sortiert. Bei den Trendfolgeindikatoren haben wir folgende. Also ich habe mal exemplarisch jetzt mal ein paar aufgeschrieben. Gleitender Durchschnitt, MACD, Supertrend, Parabolik SAR. So, und wenn wir jetzt mal in den Nanotrader springen, habe ich hier mal vorbereitet auf der linken Seite einen Chart vom DAX CFD, also Germany 30, auf der rechten Seite den Euro-US-Dollar. Dann kann ich eben sagen, hier für den Germany 30, wenn ich hier dann auf Chart öffnen gehe, nein, das war natürlich Quatsch jetzt, da wollte ich eigentlich nicht hin, sondern ich wollte ja eigentlich Ihnen die Indikatoren zeigen, damit wir das auch mal so ein bisschen sehen. So, das kann ich jetzt abbrechen. Sehr gut. So, hier, da, Indikatoren hinzufügen. Und unter den Standardindikatoren sehen Sie jetzt auch schon hier jede Menge Indikatoren. Ne? Sowas wie Bollinger Band oder wie den Moving Average, also den gleitenden Durchschnitt, den wir ja eben schon am Wickel hatten. Ne? Da wissen wir jetzt, es ist ein Trendfolger, die MACD. Ja, der ist hier zu finden, ist auch ein Trendfolger, haben wir gerade gelernt. Parabolik SAR ebenfalls ein Trendfolger. Trendfolger heißt, dass ich immer mit dem großen Trend in dem Markt unterwegs bin. Also ich bin immer in Trendrichtung unterwegs und positioniere mich sozusagen mit der großen Bewegung im Markt.
Dagegen die Oszillatoren, und da haben wir ja eben auch schon gesehen, wo wir das Bollinger-Band zum Beispiel finden, also sehen, dass diese ganzen Indikatoren, die ich hier mal sortiert habe, in dem Bereich der Standardindikatoren im Nanotrader auch zu zählen sind, also in diesem Unterpunkt Indikatoren. Ja. Bollinger-Band, dann haben wir die Stochastik, den RSI, den relative Stärke-Indikator oder Relative Strength auf Englisch, und das Momentum. Das sind also so klassische Oszillatoren, die wiederum sehr, sehr gut funktionieren, wenn die Märkte nicht so trendig sind. Also wie der Name schon sagt, der Trendfolger funktioniert natürlich hervorragend, wenn wir es mit sehr trendigen Märkten zu tun haben, mit starken Bewegungen in eine Richtung. So wie wir es ja jetzt auch teilweise gesehen haben, wo es dann auch recht wild in eine Richtung ging. Und selbst in Situationen, wo der Markt so ein bisschen Ping-Pong spielt, ja, also wenn ich mal jetzt den Dow Jones mal als Beispiel nehme, ja, dass der Ping-Pong, der geht wirklich hin und her, aber wenn das in einer Range von 1000 Punkten passiert, ja, dass der 1000 rauf, 1000 runter, 1000 rauf geht, dann ist das natürlich auch mit einem entsprechenden Trendfolgeansatz wunderbar auszunutzen. Ja, obwohl man sagen könnte, naja, aber dadurch, dass es ja auf diese 1000 begrenzt ist, also könnte man auch von einem Seitwärtsmarkt reden, dann wäre ja der Oszillator der bessere. Aber das lässt sich hier auch sehr, sehr gut bei solchen sehr außergewöhnlichen Situationen ausnutzen. Ja, schwierig wird das nur, wenn die Trends eben diese Bewegung zu klein sind, weil dann produziere ich notwendigerweise Verluste. Das ist klar, ne? Weil ich mich dann positioniere in die Trendrichtung, dann dreht der Markt. Und dann mache ich zwangsläufig Verluste. Also hier habe ich nochmal aufgeschrieben, Vor- und Nachteile. Sie sind bei den Trendfolgeindikatoren meistens einen Ticken zu spät, ne? Weil Sie ja erstmal rausfinden müssen, wann ist denn der Trend überhaupt da? Ne? Sie müssen ja erstmal einen Trend überhaupt erkennen. Und dann sind Sie leider Gottes immer ein bisschen zu spät im Markt. Das ist aber auch völlig normal. Darüber darf man sich auch nicht ärgern, weil diese Trendfolgeindikatoren von der Natur der Sache und von ihrer Kalkulation her immer einen kleinen Versatz haben, ja. Und dadurch sind sie immer einen kleinen Ticken zu spät dran. Sie sind natürlich gut in Trendphasen, hatte ich gerade gesagt. Also gewinnbringend werden sie handeln mit Trendfolgern, wenn wir eben entsprechende Trendphasen haben, wie eben schon erwähnt. Das ganze Gegenteil, wenn wir eben Seitwärtsphasen haben, die jetzt nicht ausgerechnet 1000 Punkte groß sind, sondern im Normalbereich sich bewegen, ja, so ganz schlichte normale Seitwärtsbewegungen, ja, wo es eben mal 50, 100 Punkte rauf, 50, 100 Punkte runter geht oder im Euro-US-Dollar eben auch mal ein paar Pips rauf, ein paar Pips runter, ja, dann ist das eben so, dass ich hier eher Verluste machen werde, weil wir sind ja immer einen Ticken zu spät im Markt und dann ist klar, wenn er dann dreht und dann in die falsche Richtung geht, dann muss ich dieses Spiel irgendwann beenden und zwar tatsächlich mit einem Ausstieg oder einem Stopp, bitteschön. Ja, also nicht laufen lassen das Ganze, bis es zu spät ist, sondern hier wirklich den Verlust nehmen. Das ist immer so eine Riesengefahr auch, was ich immer wieder feststelle, gerade auch in so einem etwas volatileren Märkten, wie wir sie jetzt gesehen haben. Jetzt beruhigt sich das Ganze ja schon mal ein bisschen. Wir kommen ja mal so ein bisschen in den Normalzustand zurück. Und für die, die neuer an den Märkten sind, die reiben sich vielleicht dann ab und zu mal die Augen und sagen, Mensch, hier passiert heute gar nichts am Markt. Was ist hier los? Und dann kann ich nur sagen, ja, Leute, ihr wart ganz schön verwöhnt in den letzten Wochen, weil solche Bewegungen sind natürlich nicht jeden Tag da. Also das ist jetzt nicht der Normalzustand. Der Normalzustand ist eher der, der sich jetzt so ein bisschen zeigt, auch durch die Sommerzeit. Wir haben so ein bisschen Sommerflaute, wir haben Urlaubszeit, sind viele Leute auch trotz der außergewöhnlichen Umstände eben unterwegs, machen doch Urlaub auch im Ausland und verabschieden sich einfach mal von den Märkten oder von dem Thema. Und dadurch sind die Umsätze dann auch naturgemäß im Juli und August etwas dünner. Und dadurch hat man eben auch weniger starke Bewegung. Und das führt dann eben dazu, dass wir jetzt eine etwas, ja, normalere Situation einfach sehen. Beim Oszillator ist es genau umgekehrt. Sie sind eher ein Ticken zu früh dran, weil es geht darum beim Oszillator, dass wir versuchen, einen Wendepunkt zu erkennen, ja, also den
früh genug zu erkennen und meistens mal sogar ein bisschen zu früh, ist dann sehr, sehr gut in den Seitwärtsphasen, weil sie genau diese, was hier eben schlecht war, ne, wo ich eben ein bisschen später in den Markt komme, wo sich ein Trend gebildet hat und dann dreht er. Das ist hier gut, weil ich hier sozusagen auf diese Drehung nämlich setze und dann praktisch antizyklisch auch unter Umständen, also gegen den vorherrschenden Trend, in einer Position bin und dadurch relativ schnell reagieren kann. Verluste gibt es hier in starken Trendphasen, ne? Also wenn wir es mit ausgeprägten Trendphasen zu tun haben, dann sind diese Oszillatoren-Wendepunkte eben ja keine guten Signale und führen dann zu Fehlsignalen. Gehe noch mal ganz kurz zurück auf die Folie, die wir eben hatten. Genau. Diese hier mit der Übersicht. Ja, um das einfach auch nochmal zu zeigen, wie das jetzt funktioniert. Also, Nanotrader, genau. Nehmen wir mal den MACD hier hinein einfach. Ja, und ich mache das mal schlauerweise als Filter, damit wir das auch visuell ein bisschen schöner sehen. Jetzt haben wir hier oben ganz normalen DAX als 10-Minuten-Chart und hier unten den MACD ebenfalls in dieser 10-Minuten-Aggregation. Und jetzt sieht man eben sehr schön, es geht um die Schnittpunkte der blauen und der roten Linie oder braun, ja, je nachdem. Also es geht hier um diese Schnittpunkte. Ja, und wenn die blaue rote hier von oben nach unten schneidet, dann ist das eben ein Verkaufssignal. Das wird dadurch ersichtlich, dass wir den Hintergrund hier vom Indikator und letztendlich auch vom Chart in Rot sehen. Ja, man sieht dann auch hier tatsächlich eine Abwärtsbewegung, die dann an Stärke verliert. Da kommt die erste Korrektur. Das ist dann schon nicht mehr so stark. Ne? Das wäre jetzt auch aus Sicht der Chartanalyse, würde man sagen, okay, da ist ein Tief und dieses Tief wird hier in diesem roten Bereich auch nicht mehr nach unten verletzt. Und deshalb könnte man hier von einer Erholung ausgehen und siehe da, das tut der MACD dann auch, gibt mir also hier ein Kaufsignal. Und dann, ja, hier gibt es nochmal kleine Überschneidung, die dann aber nur eine Periode lang ist, also für 10 Minuten. Das ist dann eben auch ein Fehlsignal, aber dann geht es eben nach oben. Also man sieht hier auch schon, dieser 10-Minuten-Chart, der schwankt jetzt auch. Das ist das, ne? Wir haben jetzt wenig Volatilität, da ist also der Trendfolger unter Umständen gar nicht so toll. Schauen wir es uns mal hier im Euro-US-Dollar an. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel mal den gleitenden Durchschnitt reinmachen. Ja, noch mal hier, was weiß ich, ein Hunderter. Da kann man ja auch so, ne? Dann sieht man das hier sehr schön. Kaufsignal steigt, 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 steigt. Ja, gibt auch eine gute Korrektur. Und da sieht man eben auch, der gleitende Durchschnitt, der ist halt wirklich ein bisschen zu spät, ne? Das sieht man hier auch, wenn es dann eine heftige Gegenbewegung gibt, dann bin ich relativ spät erst hier in diesem Short Trade drin. Und dann bin ich auch fast bei plus minus null, wenn er dann auch wieder korrigiert. Na, also der ist jetzt nicht der reagibelste Indikator, wie man hier sieht. Also auch sehr, sehr schönes Beispiel eigentlich dafür, dass man das jetzt sehr schön abgrenzen kann zwischen dem Trendfolger und dem Oszillator. Machen wir das Bollinger Band nochmal rein als kleines Pendant dazu. Ja, auch hier wieder als Filter mal eingezeichnet und ich möchte das jetzt mal nicht gefüllt hier haben. So, ja, und dann sehen wir das hier auch sehr, sehr schön, dass wir hier an der Stelle, na, aus dem Band rauslaufen mit dem grünen Hintergrund. Ne, das ist also dann eher bullisch. Und dann kommt der Wendepunkt. Er geht wieder in das Band zurück. Und das ist genau das. Wir wollen diesen Wendepunkt, also das ist das Oszillatorische an der ganzen Geschichte, diesen Wendepunkt wollen wir identifizieren und dann gegen die Laufrichtung short gehen. Ja, und dann geht er auch wunderbar hier auf seinen Mittelpunkt. So, dann sind wir erstmal neutral. Ja, dann haben wir hier ein Fehlsignal. Ja, das wäre ein Long-Wendepunkt, aber wir haben es mit einem trendigen Markt zu tun. Deswegen geht es weiter, Short, 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 Short. Und diese Wendepunkte sind gefährlich in diesen, da sehen wir das jetzt sehr schön, ne? Nur kurze Strecke, dann nimmt ja den Trend wieder auf. Und da sieht man dann, dass so ein Oszillator dann tatsächlich in Trendphasen so seine Schwierigkeiten hat und Verluste produziert.
Gut. Ich denke, das war erstmal so zur Einführung mal ganz schön. Ich habe hier auch noch mal in die Folien mal ein paar Beispiele reingebracht. Hier haben wir auch wieder den Moving Average, ne, mit 100er. Dann haben wir hier den Nasdaq und hier unten die Stochastik. Auch hier sieht man schön, wie die Wendepunkte erkannt werden. Ja, wunderbares Beispiel. Ist jetzt ein älterer Chart, aber spielt überhaupt keine Rolle. Mir geht es darum, dass es hier wirklich, dass man das mal sieht, wie er schön diese Wendepunkte in der Seitwärtsrange, ja, wie so eine Stochastik, das wunderbar erkennt, ne? Short, long, short, long und so weiter. Da sieht man also die Stärken, ne? MACD hat man eben auch schon, ne? Schöne Aufwärtsbewegung hier. Schöne Aufwärtsbewegung auch danach, ne? Das geht also auch. Ja. Und das ist jetzt auch etwas, was man sich noch mal ein bisschen vor Augen führen muss. Wir haben ja zwei Dinge, die ich festlegen muss, wenn ich mit Indikatoren arbeite. Das eine sind die Parameter, die ein solcher Indikator hat. Da haben wir hier jetzt diese 4, 12, 3, 70, 30. Diese 12, 3, das legt praktisch fest, es ist hier ein Tageschart von der Nasdaq, ne, also von dem US-Tech 100 CFD. Das legt fest, dass wir 12 Tage, über 12 Tage diese Stochastik kalkulieren und dann mit einer Dreierglättung die zweite Linie kalkulieren und dadurch gibt es dann diese wunderbaren Schnittpunkte. Diese 70-30 sind dann auch nochmal Zonen, die festlegen, wann ich es mit Kauf und Verkauf zu tun habe. Ja, also wenn er von unten nach oben über die 30 geht, so wie hier, dann wird ein Kaufsignal generiert. Hier unter der 70 das Verkaufssignal, über der 30 wieder das Kaufsignal. Ja, also auch hier wieder geht es um diese Wendepunkte. Aber es geht ja nicht nur um die Parameter, sondern es geht auch um die Zeiteinheit. Ja, ich habe ja hier zeitbasierte Charts, Tageschart. Das heißt, die Kalkulation der beiden Linien hier, also die Werte, die finden ja immer nur am Ende einer jeden Periode im Chart statt. Das ist die Besonderheit von Indikatoren. Das heißt, je größer meine Zeiteinheit ist, desto weniger Berechnungen habe ich, weil hier ist es tatsächlich ein Tag. Also hier wird nur einmal am Tag ein Wert für diesen Indikator, für diesen Oszillator in dem Falle berechnet. Wenn ich aber jetzt intraday mir das anschaue, also wenn ich jetzt auf dem 60-Minuten-Chart zum Beispiel gehe, dann wird ja alle 60 Minuten ein Wert für diesen Indikator errechnet. Und das bedeutet dann wiederum, dass ich ja viel, viel mehr Berechnungspunkte habe und damit dann auch ja so ein sogenanntes Rauschen in diesen Indikator hineinbekomme, was mir unter Umständen einiges an Fehlsignalen einbringen kann. Die Idee ist, oder so ein kleiner Kernsatz ist, ein Filtereffekt erreiche ich dadurch, indem ich höhere Zeiteinheiten auswähle für den entsprechenden Indikator. Und je höher die Zeiteinheit, desto weniger Rauschen habe ich in den Kursdaten und damit auch in den Indikatorwerten, weil sie eben auch weniger berechnet werden. Und desto höher ist die Filterwirkung durch die Auswahl des Charts, ja, also durch die Anordnung der Kursdaten aufgrund der Wahl der Zeiteinheit. Und es gibt kein richtig und kein falsch hier, ja, weil man ist natürlich geneigt zu fragen, ja, welche Zeiteinheit ist denn die beste? Das gibt es leider nicht, diese Antwort. Ja, es ist immer die beste, die Gewinne macht letztendlich. Aber man muss, nein, man muss für sich einfach entscheiden. Wenn man auf die Wahl der Zeiteinheit für sich entscheidet, man muss wirklich gucken, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt für das ganze Spiel. Ja, wenn ich jetzt also stark beruflich eingebunden bin, viel um die Ohren habe und jetzt nicht immer andauernd auf den Markt gucken kann, dann ist es sicherlich schlau, hier auf Tagesbasis zu gehen, wo ich wirklich nur einmal am Tag ein Signal maximal bekommen kann. Das ist also auch entscheidend für die Wahl, was gucke ich mir eigentlich an. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann kann ich eben auch mal intraday einsteigen in die ganze Sache. Also das muss das Kriterium letztendlich sein. So, hier habe ich es auch nochmal, ne, der Unterschied, ja, ist hier schön zu sehen. Tageschart hatten wir eben und jetzt 60 Minuten und jetzt sieht man hier schon, ja, dass ich hier tatsächlich
ja jede Stunde eine Berechnung habe und damit auch viel, viel schneller Signale bekomme, aber damit auch sind sie ungenauer. Ja, also nicht schnell hilft viel oder viele Signale hilft viel. Das ist hier leider Gottes nicht der Fall, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass wir auswählen müssen, welcher Zeitrahmen ist für uns aufgrund unserer Lebenssituation ja der ideale, ja, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Auch hier sieht man eben, alle 60 Minuten gibt es einen Indikatorwert. Das ist vielen gar nicht klar, deswegen will ich darauf auch nochmal wirklich explizit hinweisen, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist, wenn man sich mit Indikatoren auseinandersetzt und ja, damit im Prinzip arbeitet. Ne? Also, und diese 60 Minuten hier, ne, das ist ja auch klar, die ergeben ja völlig andere Ergebnisse als das, was ich eben im Tageschart gesehen habe. Ne? Und ich kriege mehr Signale und ja, habe auch unter Umständen mehr Bewegung hier im 60-Minuten-Chart dann drin, weil ja, ich halt kürzer kalkuliere einfach. So, die nächste große Preisfrage ist dann also, welche Berechnungsarten gibt es denn eigentlich? Ja. Es gibt, hatten wir gerade gesagt, wenn wir auf 60 Minuten oder auf einen Tag gehen, es gibt zum Beispiel zeitbasierte Charts. Ja, das ist so der Klassiker. Viele gucken auf zeitbasierte Charts und achten nur darauf, dass eben eine bestimmte Zeit vergeht, um dann zu handeln. Ich kenne auch einen professionellen Trainer, der mal in der Bank gearbeitet hat, der dann von zu Hause aus, der da gekündigt hat, der dann von zu Hause aus das Handeln begonnen hat. Und der war der klassische 60-Minuten-Trader. Warum? Also ich habe ihn dann gefragt, ich habe gesagt, warum hast du 60-Minuten-Charts? Und da sagt er ganz einfach, weil ich so gepolt bin von meiner Banktätigkeit, dass ich nur einmal in der Stunde ein Signal bekommen kann. Das war der Hintergrund. Ne, weil er kann immer nur am Ende, also wenn er auf Indikatoren oder auf ein solches Modell guckt, kann er ja immer nur am Ende der Periode wirklich ein valides Signal haben, weil dazwischen, zwischen Minute 1 und 59, verändern sich die Werte ja der Indikatoren und da tickern die dann so rum. Und wirklich feststehen tun sie, wenn die Periode beendet ist, am Ende der Stunde und deswegen kann immer nur einmal in der Stunde ein Signal auf einem 60-Minuten-Chart kommen. Genauso wie nur einmal in 10 Minuten ein Signal auf einem 10-Minuten-Chart kommen kann. Oder nur einmal am Tag auf einem tagesbasierten Chart. Ich denke, das ist auch relativ klar. So, und für den war das echter Luxus, weil der braucht ja nur immer zur vollen Stunde auf seinen Chart gucken. Gibt es ein Signal und gibt es keins, dann hat er nach 2 Minuten den Bildschirm wieder verlassen, hat irgendwelche anderen Sachen gemacht, im Sommer sich wahrscheinlich noch auf die Liege gehauen und ist dann kurz vor Ablauf der Stunde wieder an seinen Bildschirm, um dann zu gucken. Also ist schon irgendwo auch Luxus, ne? Aber man muss auch die Lockerheit, ehrlich gesagt, haben, um das so zu handhaben. Tickcharts gibt es. Hier haben wir zum Beispiel 100 Ticks pro Periode. Und das ist auch etwas, ne? Hier kriege ich auch ein völlig anderes Indikatorenbild, weil ich auch ein völlig anderes Chartbild generiert habe, dadurch, dass ich mich für den Tickchart entschieden habe. Und der Tickchart ist zum Beispiel mal auch ein erstes schönes Beispiel, um mal zu zeigen, es gibt durchaus auch Chartarten, die nicht zeitbasiert sind, ja? Also die unabhängig von der Zeit sind. Weil so ein Tick hier, so 100 Ticks können ja in 2 Minuten entstehen, die können aber auch 10 Minuten brauchen, ehe ich die erreicht habe. Denn hier wird eine Periode tatsächlich nur durch die Anzahl der vom Markt generierten Ticks bestimmt. Dann haben wir noch die sogenannten Range-Bars oder die Spannencharts, wie sie bei uns heißen, hier oben eingestellt. Ne? Hier 8 Punkte absolut, das heißt also, und das ist wichtig. Hier müssen Sie tatsächlich Tickcharts als Grundlage haben, damit auch jedes dieser Werte hier tatsächlich nur 8 Punkte groß ist. Es ist aber nicht so, das darf man nicht mit dem Renko-Chart verwechseln, dass diese Candles jetzt alle 8 Punkte gleich groß sind, sondern es ist immer nur der Wert, der Grenzwert, der dafür sorgt, wann die nächste Periode gezeichnet wird. Und wenn dieser Unterschied zwischen dem Höchst- und Tiefstkurs größer als 8 Punkte ist, dann wechselt er einfach in die nächste Periode und dann ist damit die Periode beendet. Und auch hier sieht man, ne, komplett anderes Chartbild. Ja, guck,
Das ist nochmal sehr, sehr interessant. Das gucken wir uns jetzt nochmal an hier im Vergleich zum Tick-Chart. Da haben wir da ein Short-Signal, hier ein Long-Signal, da ein Long-Signal. Und jetzt gehen wir hier mal rein und sehen da das Short-Signal und da das Long-Signal. Also schon auch sehr viel langfristiger. Hier geht sogar die Nacht durch. Ja, das ist also sehr, sehr viel langfristiger als das, was wir eben gesehen haben. Na, so ein Range-Bar und der geht auf Bewegung und dem das ist es auch völlig egal, ob eben diese 8-Punkte-Range, ob die 2 Minuten, ob die 10 Minuten oder ob die gar eine Viertelstunde braucht. Man sieht das hier auch sehr schön. Die Zeiteinheiten sind völlig ungerade und damit sind wir hier auch nicht zeitbasiert unterwegs. Die roten und grünen Pfeile werden definiert durch den Schnittpunkt hier. Ja, sieht man also sehr schön. Da geht er, nee, da, hier ist es so 88,20, ja. Diese Werte hier. Also nicht der Schnittpunkt, sondern ja, der Schnittpunkt, aber hier sieht man es der roten oder braunen Linie oder was das auch immer ist hier, ja. die von oben nach unten unter die 88 geht. Generiert das Verkaufssignal und das Kaufsignal wird hier, das signalisiert die 20, beim Übergehen der 20 generiert. Ja, also so ist das hier. So, und dann haben wir noch den Heiken Ashi Chart, eine ganz besondere Chartart, die uns hier mal zeigt. Ich habe das mal hier auch so eingestellt, dass ein einfacher Farbwechsel dann den Charthintergrund auch entsprechend in der Färbung ändert, ne? Also von Rot nach Grün in Grün, von Grün nach Rot in Rot. Und das Schöne ist eben, das sieht natürlich fantastisch aus. Man sieht hier wesentlich besser die Trends. Dass es sich hier um einen Trendfolgeansatz handelt, ist, glaube ich, auch klar. Ne? Das kann man auch klar erkennen, weil ich hier wirklich dem Trend folge. Und es ist hier so ein bisschen Mischmasch, weil ich hier auch Wendepunkte habe durch den Farbwechsel, aber eben auch Trend mäßig dann dem Trend, dem danach folgenden Trend folge und ja, im Prinzip dann sehr, sehr schöne Trends auch bekommen kann und die dann ausnutzen kann. Hier habe ich mal das Beispiel unten Heiken Ashi, oben Range Bar, ne, damit man mal die Unterschiede sieht. Das ist eben doch ganz was anderes, ob ich einen Range Bar oder einen Heiken Ashi betrachte und insofern das nur noch mal. Man kann das auch sehr schön kombinieren, machen auch viele Trader, die kombinieren Heiken Ashi und Range Bar, was man ja auch im Nano Trader perfekt machen kann. Gut, wenn Sie jetzt sagen, das klingt alles super interessant, das sind ja auch tolle Funktionen, die der Nano Trader tatsächlich auch alle mitbringt, also unsere Hausplattform, die gibt Ihnen ja die Möglichkeit, all das, was ich eben hier gezeigt habe, also diese verschiedenen Berechnungsweisen der Indikatoren in Ihren Charts anzuzeigen und herzuzaubern. Und wenn Sie genau wissen wollen, wie das funktioniert und ja, vielleicht auch darüber mal nachdenken, weil Sie hier vielleicht heute auch neu sind oder weil sie noch neu am Markt sind und vielleicht auch noch nie live gehandelt haben, sondern bisher mal nur im Demo unterwegs sind, dann mache ich Ihnen mal folgendes Angebot, indem ich mal folgende Umfrage hier starte. Ja, wenn Sie da also Interesse haben, mal ein Plattform-Coaching mit uns mitzumachen, dann klicken Sie einfach mal bei Ja hier rauf und geben auch bitte Ihre Telefonnummer in den Chat ein, damit wir Sie dann auch entsprechend kontaktieren können und dann können wir das mal gemeinsam erkunden, wie das Ganze funktioniert. Es ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise, dann auch zu lernen, ist auch ein bisschen individueller und ja, ich denke mal, man kann immer nur davon lernen und profitieren. Gut, ich lasse es nochmal so 5 Sekunden stehen, dass Sie alle auch noch klicken können. Super, Dankeschön. Ja, Vorbehalte gegenüber Indikatoren. Es können folgende Probleme entstehen oder man hört auch das ein oder andere einfach dazu. Ja, es wird versucht, und das ist wirklich oft der Fall, es wird versucht, den Heiligen Gral zu finden. Also wir wollen den Perfektionismus haben, das kommt aus der Warte heraus. Ich bin jetzt nicht der große Psychologe. Aber ich habe mich halt mit diesen Sachen nun schon seit Jahren beschäftigt und stelle dann immer wieder fest,
Dieser Perfektionismus, der rührt daher, weil wir so eine Art Kontrollmöglichkeit ausüben wollen. Ja, also wir möchten gerne eine Kontrolle über den Preisverlauf im Chart gewinnen, was wir natürlich gar nicht bekommen können. Es ist letztendlich eine Kontrollillusion, wenn man es mal genau nimmt. Und deswegen, weil diese Unsicherheit ja immer da ist, versuchen wir es also so perfekt zu machen, also die Auswahl an Indikatoren und auch die Anzahl der Indikatoren, dass wir viel zu viel machen, ja, dass wir wahrscheinlich die dritte und vierte und fünfte Bestätigung erstmal suchen für ein Signal, bevor wir überhaupt dann handeln. Das ist dann meistens ein Stück weit zu viel und ein Stück weit zu genau, und damit gehen wir dann in die Richtung Heiliger Gral. Zu perfektionistisch so, ja. Es wird der Heilige Gral gesucht, weil viel zu hohe Erwartungen an die Indikatoren gestellt werden. Denn Fakt ist, es gibt keine Trefferquote von 100%. Das können wir mal ausschließen. Ne? Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Die Drawdowns sind vielleicht sogar zu hoch, die Gewinne zu niedrig. Ja, deswegen, weil das so ist, weil man das so empfindet, weil man meint, oh, also Drawdown. Damit ist gemeint, dass das Konto abschmilzt, also dass das nicht steigt vom Kontostand, sondern dass es fällt. Ja, das sind Drawdowns. Und wenn diese Strecke relativ lang ist oder relativ heftig ist vom Betrag her und die Gewinne dazu dann zu niedrig sind, dann fängt man eben an, daran zu zweifeln, und dann sucht man auch wieder den Heiligen Gral. Letztlich ist man nicht bereit, den vollen Preis zu zahlen. Das heißt, eine gewisse Leidensfähigkeit an den Tag zu legen, den Drawdown wirklich mitzumachen, um dann den Gewinn, den man dann damit auch erzielen kann, ja, ins Konto zu bringen. Und das ist nämlich auch nicht so einfach. Das ist auch immer wieder interessant, dass durch das eigene Handeln, durch diese Kontrollillusion, die ich gerade eben beschrieben habe, tatsächlich die Trader versucht sind, Signale zum Beispiel auch vorwegzunehmen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Da sagt er, ja, der könnte jetzt ein Kaufsignal geben, da gehe ich schon mal rein, weil ansonsten dauert mir das zu lange, bis das Signal wirklich generiert ist, und dann wundert man sich, wann kriegt man das Signal nämlich nicht, und dann macht man vielleicht einen Verlust damit, und den Verlust hätte man nicht gemacht, wenn man auf das Signal gewartet hätte. Ja, also man versucht das immer noch zu perfektionieren und zu verbessern. Und das letztendlich ist ein Phänomen. Sie können 100 Leuten das gleiche System an die Hand geben. Von diesen 100 Leuten werden die wenigsten am Ende, nach einer sehr weiten Zeitspanne, am Ende dieser Zeitspanne, also man muss das dann definieren, sagen wir mal eine Woche, ja, die traden alle eine Woche das gleiche System, das reicht aus. Und wir werden feststellen, dass nach der Woche die wenigsten Trader das Ergebnis erzielt haben, was das System eigentlich hergibt, sondern da werden Eingriffe vorgenommen, da wird nach dem Heiligen Gral gesucht, und das macht die Sache immer schwierig. Ja. Und natürlich auch zu viele Indikatoren werden miteinander kombiniert. Also Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Ja, es ist alles viel zu viel Mathematik, ne? Also man hat auch da Probleme vielleicht mit Indikatoren und Formeln. Und das ist auch ein ganz großer Trugschluss. Diese Formeln, die ja hinter diesen Indikatoren stecken, ja, die verleiten ja auch noch zu der Annahme, Börse ist berechenbar. Unsicherheit darüber, welcher Indikator der richtige ist. Ne? Das ist immer, und Parameter werden überoptimiert. Man fängt dann an, an den Parametern rumzuspielen, die Parameter zu verändern und so weiter und so fort. Ich möchte Ihnen nochmal eine kleine Ressource an die Hand geben. Und zwar hier in der Hilfe. Da gibt es die Handbücher, und wir haben hier in dem Handelssystem-Handbuch, da sind diese ganzen Standardindikatoren, die ich Ihnen hier ja schon gezeigt habe, die sich hier in diesem Dialog verbergen. Die sind da alle mit Formel und kurzer Beschreibung mal beschrieben. Also das heißt also, wer mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen will, dem kann ich das wirklich ans Herz legen. Hier Hilfe, Handbücher und das Handelssystem-Handbuch einmal aufrufen und dann die entsprechenden Indikatoren sich mal anschauen. Formeln angucken, dass man die auch mal versteht einfach. Ja, es macht sehr viel Sinn, sich mit der Formel eines Indikators, den man einsetzen will, auch mal auseinanderzusetzen, weil sonst, ja, wenn man ihn nicht versteht, wird es auch schwierig. Also insofern kann ich das nur als Tipp nochmal geben. Was man auch machen kann, ist den
den Namen des Indikators einfach mal bei Google einzugeben. Da wird man auch viele, viele tolle Fundstellen finden im Netz, wo die beschrieben sind mit Formel. Eine sehr, sehr gute Ressource ist auch der Verein Technischer Analysten Deutschlands, also der VTAD abgekürzt. VTAD.de ist deren Homepage und die haben so ein kleines Wiki, ja, so eine Art Indikatoren-Wiki oder Trading-Wiki. Und da sind auch sehr, sehr viele Indikatoren auch sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Ja, also wer da mal nach Ressourcen sucht, der wird die dann auch dort finden. Was auch ein Problem sein kann bei der Einsetzung von Indikatoren, und deswegen gibt es meiner Meinung nach auch so viele Vorbehalte dagegen, die ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich bin der Meinung, dass gerade wenn man sich am Anfang der ganzen Geschichte befindet und da noch ein Stück weit Unsicherheit einfach herrscht, dass man dann doch besser geleitet wird und eine bessere Führung einfach hat im Lesen dieser Märkte, wenn man sich mit Indikatoren beschäftigt. Ja, es ist einfach eine schöne Hilfestellung, die man auch annehmen sollte, bin ich der Meinung. Ja, und nachher, wenn man dann sagt, ich bin aber schon so sattelfest, dass ich das gar nicht mehr brauche, dann spricht ja auch nichts dagegen, Indikatoren loszuhandeln sozusagen. Ja, auch das ist ja kein Thema. Ja, und dann fange ich eben zum Beispiel an, vielleicht stur nach der Markttechnik einfach 1, 2, 3 hier abzuzählen. Ja, auch das wäre ja eine Möglichkeit. Aber was eben auch wichtig ist und wozu unsere Plattform dann wiederum so nützlich ist, was wir eben als Feature haben, ist, schauen Sie sich mal den Heiken-Ashi-Chart ohne Visualisierung einfach mal an. Ja, wir sehen hier die reinen Farbwechsel in den Kerzen. Finde ich meiner Meinung nach ist nicht so eingängig wie jetzt zum Beispiel mit. Ja, also mit der Visualisierung, dass wir hier sehr, sehr schön die Einfärbung des Charts Hintergrunds noch als Unterstützung für einen Farbwechsel haben. Und das ist übrigens auch eine ziemlich tolle Geschichte, wenn Sie einen normalen Chart betrachten und dann können Sie nämlich den Heiken-Ashi-Chart als Filter hinzufügen. Ja, das geht sogar auch im NanoTrader Free, also dass Sie den zufügen und diese Visualisierung sich anzeigen lassen, also die Einfärbung des Charthintergrunds und dann den normalen Chart, also die normalen Candles sich anschauen, nicht die verformten hier vom Heiken-Ashi, dann ist das natürlich ein tolles Hilfsmittel, wenn ich dann weiß, ah, an der Stelle war ein Farbwechsel im Heiken-Ashi, aber vielleicht ist der Markt gar nicht gestiegen laut Candle, sondern der hat eine rote Candle und dann weiß ich, das war gar nicht nachhaltig und deswegen wechselt er wieder auf rot. Und das kann ich dann alles nur erkennen, indem ich so eine Visualisierung habe. Ja, also auch ein tolles Feature. So, das heißt, viele Trader verzweifeln irgendwann. Ja, wenn sie sich mit Indikatoren beschäftigen, man verfällt sehr leicht in einen Teufelskreislauf. Ne? Indikator A wird getestet und getradet. Erster Drawdown mit einigen Verlusten entsteht. Indikator A wird verworfen. Ja, so das Typische. Du sagst, ach, nee, der verliert ja nur und das ist ja doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also, ich suche den nächsten Indikator. Jetzt wird ein neuer Indikator gesucht. Der Indikator B wird gesucht und gefunden. Ja, man muss ja nur einmal googeln, dann findet man die ja. Indikator B wird getestet und getradet und Sie wissen schon, worauf es hinausläuft. Der erste Drawdown entsteht und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie kommen in einen ständigen Teufelskreislauf, also sie potenzieren damit ihre Verluste im Grunde genommen und nicht umgekehrt ihre Gewinne, weil sie einfach nicht daran glauben. Ja, und das ist halt, deswegen ist die Auswahl der Indikatoren so unglaublich wichtig, damit sie genau diesem Phänomen entgehen. Ja, damit das nicht passiert. So, bisher haben wir die technische Analyse ja nur betrachtet, ne? Im Hinblick auf Indikatoren. Es gibt ja noch sehr viel mehr, ja. Also man kann auch noch die Saisonalitäten bei den verschiedenen Märkten beachten. Ja, das beste Beispiel ist Öl. Ja, im Winter ist der Ölpreis saisonal bedingt einfach mal höher als im Sommer, weil die Nachfrage logischerweise nach Öl für Heizleistung im Winter größer ist als im Sommer. Das sind so Saisonalitäten, die man beachten kann. Genauso gibt es auch Saisonalitäten für andere Märkte. Ganz bekannt ist jetzt, wir stehen ja jetzt im August, der September steht vor der Tür. Im DAX, und das ist
Statistisch bewiesen über Saisonalität, über die Auswertung der Saisonalität, ist der September der schlechteste Monat langfristig betrachtet. Ja, also ever, ever, ever. Ja, also wir haben so schlechte September gehabt. Da ist natürlich auch klar, der 11. September, den gab es mal 2001. Ne? Also logisch, da ist es richtig abgestürzt. Aber es gab auch noch andere September, die wirklich richtig schlecht waren, was eben dazu führt, dass statistisch gesehen der September der statistisch gesehen schlechteste Börsenmonat mit weitem Vorsprung vor allen anderen ist. Ja, also der steht jetzt wieder bevor. Und witzigerweise, das letztes Jahr im September hatten wir einen sehr guten September. Also da sind die Börsen richtig wieder angezogen. Ne? Da hatten wir eher so eine etwas schwierige Phase im August und dann ging es im September eigentlich wieder los. Könnte also viel jetzt dafür sprechen, dass der September schwieriger wird dieses Jahr. Sentimentanalyse. Man kann das Sentiment der Marktteilnehmer analysieren. Ja, das macht man sehr, sehr gerne über die Put-Call-Ratio, so heißt das. Also die Verteilung der Put- und Call-Käufe an den Optionsmärkten. Ja, das ist so ein klassisches Sentiment, was da gemessen wird, um herauszufinden, sind die Marktteilnehmer eher optimistisch, sind sie eher pessimistisch. Im Future-Handel gibt es auch noch ein sehr, sehr schönes Instrument, die sogenannten COT oder COT-Daten, die nämlich auswerten, wie die institutionellen Anleger positioniert sind im Vergleich zu den privaten Anleger. Ja, sind die institutionellen eher positiv oder negativ für einen Markt gestimmt? Auch da kann man sehr, sehr schöne Erkenntnisse draus ziehen. Die COT-Daten haben wir jetzt übrigens in den Nanotrader integriert, nur mal so als Hinweis. Dann natürlich die DAO-Theorie, Markttechnik. Das ist auch was Schönes. Wir haben im Nanotrader das sogar direkt implementiert. Das heißt, ich kann also hier direkt reingehen, Markttechnik aufrufen und Achtung, es ist ein zusätzliches Paket. Ja, das ist nicht von vornherein hier frei zugänglich, auch nicht im Nanotrader Full, in der Bezahlversion, die wir ja auch haben. Ne? Wir haben ja Nanotrader Free und Nanotrader Full für 29 € im Monat. Also auch da ist es nicht freigeschaltet, sondern dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzpaket aus unserem Store. Ja, das muss man also kaufen. Aber wenn man das dann hat, dann kann man das hier wunderbar reinmachen und schauen Sie mal, wie cool das ist. Ja, dann haben Sie hier tatsächlich die Zählung. Ja, 1, 2, 3, ja, 1, 2, 3. Da ist die mögliche 1, 2. Also Sie können das genau analysieren. Ja, wer da ein bisschen Probleme hat mit der Zählung, der kriegt das hier sozusagen auf dem Silbertablett präsentiert und ich kann auch noch die Feinheit, also in drei Stufen einstellen, ja, super Geschichte. Man kann das sogar auch screenen. Auch das habe ich mal in einem Webinar gezeigt. Finden Sie übrigens Traden nach der Markttechnik, heißt das, glaube ich, finden Sie im YouTube-Kanal. So, dann haben wir noch die Intermarket-Analyse. Das heißt, wir schauen uns verschiedene Markttypen an. Ja, also zum Beispiel, es gibt ja normalerweise den Zusammenhang, dass Gold zum Beispiel steigt oder so als Krisenwährung benutzt wird. Wenn also Gold steigt, dann fällt der Aktienmarkt zum Beispiel. Ja, so eine negative Geschichte. Das ist im Moment, ist da so ein bisschen nicht mehr so ganz der Fall, aber das ist zum Beispiel eine klassische Intermarket-Analyse, ja, wo man dann guckt, wenn der eine Markt so reagiert, was passiert, wenn der andere das macht? Ja, genauso der Dow Jones ist ja auch gerade am Nachmittag der Treiber der Märkte. Ne? Also was der Dow macht, das machen dann alle anderen Aktienmärkte mit und somit auch der DAX. Ja? Das heißt also, wenn ich schon sehe, der Dow zeigt Schwäche, dann brauche ich nicht mehr long im DAX zu sein, weil das wird sich auf den DAX durchschlagen. Ja? Auch wenn es immer wieder die Theorie gibt, naja, der koppelt sich mal ab. Aber das ist so nicht wirklich passiert bis jetzt. Dann Market- und Volumenprofil, ne, das sind ja auch ganz bekannte Geschichten, die man da machen kann. Auch da gibt es entsprechende Zusatzeinstellungen im Nanotrader, ne, T-Web, V-Web, Volumenprofil, Footprint und so weiter. Und natürlich die Korrelation, besonders bei Devisen, ist das eine sehr, sehr interessante Geschichte, die Korrelation mal zu betrachten. Heißt, wenn der eine Markt steigt, steigt der andere mit? Oder ist das sogar negativ behaftet? Normalerweise, wenn
Markt A steigt, fällt der andere Markt. Und wenn man die miteinander kombiniert, geschickterweise in verschiedenen Positionen, dann kann man damit sogar sein Risiko reduzieren, weil es dann gegenläufige Bewegungen gibt, die weniger Bewegung in meinem Konto erzeugen und damit dann auch die Verluste reduzieren, wenn man das ganz geschickt macht. Ja. Ein Beispiel wäre Euro-US-Dollar und Pfund-US-Dollar. Die sind meistens mit einer positiven Korrelation versehen. Das heißt, steigt der eine, steigt der andere mit. Ja. Okay, das soll mal so ein bisschen Einführung in die Theorie gewesen sein. Ich denke mal, der ein oder andere hat vielleicht auch noch eine Frage. Da können Sie also jetzt ganz gerne auch noch mal ein paar Fragen stellen. Ich wollte heute einfach mal den ganz, ganz großen Überblick über die Indikatoren in der Plattform bringen. Wenn wir jetzt noch tiefer einsteigen, dann sehen wir hier, wir haben hier auch noch jede Menge an anderen Indikatoren, ja, die dann über die eigene Programmiersprache Express sogar programmiert wurden. Also hier dürfte schon gar fast nichts mehr fehlen. Ja, also Sie haben hier so viel Zeug drin, das ist schon wirklich Wahnsinn. Und insofern, wenn Sie also sagen, wow, das ist ja Wahnsinn, das möchte ich auch haben. Ich möchte diese Plattform auch mal testen, können Sie sowieso als Demo, aber ich möchte vielleicht auch im Live-Trading das nutzen, bin noch kein Kunde bei WHS Self-Invest, dann kann ich Sie nur ermuntern, klicken Sie hier nochmal auf Ja, dann werden wir Sie mit einem entsprechend tollen Angebot beglücken und Sie können also hier davon dann profitieren, dass Sie in diesem Webinar teilgenommen haben, weil das ist eben tatsächlich etwas, was nur die Webinar-Teilnehmer, die ja auch bis jetzt noch da sind, ne, sind ja schon einige gegangen, die davon profitieren können. Ja, also insofern ist das eine sehr, sehr schöne Sache. Super, ich danke Ihnen ganz herzlich wieder fürs Mitmachen. Ist ja dann doch auch mal ein bisschen interaktiv zwischendrin. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Hier kommt noch die Frage nach dem zweimal ATR Daily. Also den einfachen, also ich wüsste jetzt nicht, einen doppelten ATR kenne ich nicht. Also ich kenne eigentlich nur den einfachen. Der macht auch Sinn. Den finden Sie hier direkt da. Ja, da ist er. ATR, ja, Average True Range, ne, den können Sie hier ganz normal einfügen und dann sehen Sie hier auch die entsprechenden Kalkulationen. Einmal die Kalkulationen über die Perioden, also jetzt hier in 10 Minuten, ne, normalerweise ist das ja die 14 hier, die ja auch von dem Erfinder des ATR mal vorgegeben wurde. Und dann haben Sie hier einen Filter, einen Schwellwert, wenn Sie den, wenn wir den mal auf 180 bringen hier, dann sieht man hier, filtert das Ganze raus und dann werden hier auch die Hintergründe eingefärbt. Das heißt also, wenn ein ATR-Niveau nicht erreicht wird, dann würde das sogar verhindern, dass Kauf- und Verkaufssignale generiert werden. Ah, okay, ein zweifacher ATR-Tag gegen den Trend. Naja, der ATR hat aber eigentlich, also eigentlich hat der gar keine Auswirkung auf Kauf- und Verkaufssignale, sondern er sagt ja nur die Schwankungsbreite. Das ist ja nur die durchschnittliche Schwankungsbreite. Und wenn Sie da bestimmte Regelwerke haben, können Sie es ja hier sehen. Ja, also insofern ist das jetzt nicht das Problem, zeigt er ja hier an. Ich wüsste aber nicht, wie man aus dem ATR jetzt tatsächlich einen Trendwechsel prognostizieren kann. Ja, eventuell sieht man es hier sogar, na, dass er hier sehr stark zunimmt und in dem Moment, wo dann der Abfall ist, lässt er hier auch nach. Das kommt dann eigentlich schon eher in die Richtung hier. ADX, ne, der macht sowas. Ja, also der zeigt einem eigentlich solche Peaks an und wenn der dann schwächer wird, dann lässt der Trend auch meistens nach. Also würde ich eher den ADX favorisieren als den ATR für solche Geschichten. Gut, okay, aber trotzdem danke für die Frage. Auf jeden Fall haben Sie es mal gesehen, den ATR gibt's und vielleicht auch noch einen Hinweis, eine kleine Besonderheit hier. Wir sehen es ja hier 12.595 und er zeigt jetzt einen aktuellen Wert von 196 an. Und das bedeutet, das sind immer Ticks, ja. Das heißt, da wir ja hier im 10-Minuten-Chart sind, über die letzten 14
10-Minuten-Perioden, also 140 Minuten, haben wir hier eine Schwankungsbreite jetzt von knapp 19 Punkten, 20 Punkten gehabt, 19,7 Punkte. Ne? Also 0,1 ist ein Tick. Das heißt also 198 durch 10 sind 19,8. Und dann sieht man ja hier, wir waren aber auch schon bei 50 Punkten. Ja? Also hier in der durchschnittlichen Schwankungsbreite ist es jetzt von 50 auf 20 runtergeknallt. Ne? Ja, genau. Ricardo fragt, das ist genau die richtige Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass ich mit dem ADR oder ATR sehe, ob es sich um einen guten Trend handelt? Also da würde ich jetzt eher tatsächlich auf den ADR gehen, weil der ist nämlich auch hier als Filter integriert und ein steigender ATR mit einem starken Trend signalisiert in der Regel tatsächlich auch einen starken Trend. Ja? Und wenn der dann abflacht, dann hat man es meistens mit einer Abflachung auch im Trend zu tun und auch oftmals mit dem Trendwechsel. Also deswegen sind diese Sachen tatsächlich ziemlich spannend. Ja, also, wie gesagt, wenn Sie mal eine Demo noch haben wollen vom Nanotrader, kriegen wir das auch hin. Gehen Sie einfach auf whselfinvest.de hier auf die Homepage, ja, whselfinvest.de, scrollen einfach ein bisschen runter. Und dann finden Sie hier auch tatsächlich die Plattform, die Sie wählen können. Sie können eine Free, eine Full-Version haben. Sie können auch mobil mal testen, die mobile Plattform. Und Sie können zwischen den Produkten CFD und Futures wählen, einfach dann hier ausfüllen und dann bekommen Sie die kostenfreie Demo. Auch das ist eine richtig schöne Sache. Und das finde ich ja auch, darauf möchte ich auch mal hinweisen. Homepage, ja, wir scrollen mal runter. Ja, und da gibt es hier, ich möchte, ja, ich möchte Positionen auf- und abbauen, viele kostenlose Trading-Tools nutzen, Öl, Gold und Rohstoffe handeln, Futures handeln, ATAS nutzen, meinen Broker wechseln, scalpen, den DAX handeln, meine eigene Strategie umsetzen, traden wie Erdal Cene, traden wie Michael Vogt, ja. Also sehen, diese Punkte, die sind richtig, richtig cool, weil sie hier, ja, ich möchte Volumentraining machen, klicken Sie mal drauf, sind alles Seiten mit unglaublich vielen Informationen, wie Sie bei uns hier bei WH Self Invest genau diese Ansätze umsetzen. Also wenn Sie nach bestimmten Ansätzen suchen, dann sind Sie da genau richtig, auf diese Ich möchte Knöpfe zu klicken. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Übrigens, wir haben mal wieder den Vogel abgeschossen, ist jetzt hier oben leider nicht als Siegel dran. Also sowieso bei den Fuchsbriefen sind wir die ewige Nummer 1 beim Deutschen Kundeninstitut. Ja, perfekte Resultate, 5 von 5 in 4 zentralen Kategorien. Brokerwahl gewinnen wir auch regelmäßig, aber noch verschärfter. Und ich glaube, das dürfte jetzt auf den Neuigkeiten mal zu sehen sein. Wir haben vor 2 Wochen, war es glaube ich, 2 oder 3 Wochen, gab es den großen Broker-Test CFD und Forex-Broker des Jahres bei Euro am Sonntag. Genau, da ist es. Respekt, ja, hier steht's. Das renommierte Börsenmagazin Euro am Sonntag testete 12 CFD-Forex-Broker nach mehr als, das ist wirklich kein Scherz, nach mehr als 750 Kriterien. Dieser detaillierte Brokervergleich kommt zu dem Ergebnis, dass via Selfinvest der beste Broker ist und das Unternehmen als Gesamtsieger bewertet wird. Der Broker schnitt in allen Kategorien gut ab und erzielte in den Schlüsselkategorien Trading-Plattform, Order-Ausführung und Order-Möglichkeiten außergewöhnliche Ergebnisse. Euro am Sonntag bestätigt, dass WH Self Invest der beste Broker ist mit den Worten: Der Gewinner ist wieder WH Self Invest, das 4. Jahr in Folge. Respekt. So, also, ja, und das ist ein wirklich unabhängiger Test. Das macht ein freier Journalist, macht diese Tests und schickt wirklich jedem CFD-Broker diese 750 Kriterien in einer Excel-Tabelle zu, die man dann beantworten muss. Und ich denke mal, wenn man in einem solchen Test so abschließt, wie ich es hier gezeigt habe, dann lässt das keine Fragen mehr offen. Dann haben Sie eine fantastische Plattform in Form des Nanotraders, haben wir eben gesehen, auch mit den Möglichkeiten des Indikatorentrainings. Wir haben die absolut beste Order-Ausführung, was ja wichtig ist. Ich brauche ja gute Order-Ausführung, um überhaupt eine Chance zu haben, im Trading erfolgreich zu sein. Und auch die Order-Möglichkeiten müssen ja da sein. Wenn ich die Order, verschiedenen Order-Arten gar nicht habe, die ich brauche, dann habe ich da auch ein Problem. Aber dieses Problem, das kann ich Ihnen versichern, haben Sie auf keinen Fall im Nanotrader. Ja, also das ist.
Noch eine Frage, die kann ich noch ganz schnell beantworten. Die Frage war, wie kann ich einen Indikator im gleichen Chart anzeigen lassen und nicht darunter? Das macht man über diese Buttons hier. Ja, man wählt also den Indikator aus und sagt dann in Masterchart einblenden, dann wird es im gleichen Chart eingeblendet und als Subfenster ist es dann darunter. Ja, manche gehen nur darunter. Ja, der MACD zum Beispiel, der geht tatsächlich nur drunter, der geht gar nicht anders. Wunderbar. So, dann haben wir wie immer unsere kostenlosen Webinare. Am Freitag gibt es dann das nächste. Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Trainingsstrategien mit nur einem Trade pro Woche. Wir machen hier auch bei den Webinaren absolut keine Sommerpause, sondern wir ziehen hier kräftig durch. Ja, dann am 14.8. gibt es noch besseres Investieren mit Markteffekten. Das kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Ja, ganz, ganz tolles Webinar, wo das werde ich dann machen am Freitag in einer Woche, wo ich Ihnen dann auch zeige, wie wir das sehr einfach und effizient umsetzen, Markteffekte zu traden. Und das machen Sie wirklich nur mit Ihrem Smartphone. Ja, das ist wirklich Ihr Vermögensmanagement mit dem Smartphone. So kann man das überschreiben. Ja, also melden Sie sich da auch gerne an. Und dann haben wir Peter Becker und Markus Gabel, zwei Gäste gleich im Fridays Traders Club. Ja, Fridays Traders Club ist ja schon eine Institution. Alle 14 Tage präsentieren wir Ihnen ja da Gäste, die aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, also da geht's dann los. Welches Produkt ist für welchen Trader geeignet und welches nicht? Auch eine spannende Frage nach der technischen Analyse. Peter Becker und Markus Gabel geben die Antwort am Freitag, dem 14.8. melden sich gerne kostenlos an. Ja, das war's. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, auch wieder für Ihre Ausdauer, dass Sie hier bis zum Schluss dabei waren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen in den vergangenen 60 Minuten über die technische Analyse verraten, Sie mal so ein bisschen ja in diese Welt mitnehmen und ja, Ihnen auch mal zeigen. Das waren so auch die Anfänge, die ich so erlebt habe. Und deswegen habe ich es mal so versucht, aus der eigenen Perspektive auch so ein bisschen in diese Präsentation einfließen zu lassen, weil ich weiß, dass man ist am Anfang da auch tatsächlich überfordert und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und deswegen habe ich versucht, Ihnen das mal ein bisschen aufzudröseln und zu sortieren, sodass Sie da auch eine Chance haben, vielleicht durch dieses Dickicht einfach mal durchzukommen. Ein paar Ressourcen habe ich Ihnen auch genannt. Auch hier unsere Bibliothek, ja, immer gerne gesehen, ist ja alles kostenlos. Da gibt es viele E-Books, E-Bücher, auch zum Thema übrigens technische Analyse und Indikatoren. Da können Sie sich also auch nochmal weiter belesen. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Bleiben Sie schön gesund, vor allen Dingen gute Trades. Einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Fröhlich. Bis dann. Ciao, ciao.